So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim, hier mit unserer Socki. In der letzten Folge haben wir den Dungeon verlassen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir vielleicht von der Stimme nicht uns hätten beeinflussen lassen sollen, aber andererseits, ich habe dem Kerl einfach nicht getraut und so habe ich ihn dann eben geschickt über den Jordan. So, wir haben in der letzten Folge diesen Schädel, Stab der Zombies. Okay. Und zwar, wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Diese hier. Schädel der Korruption. Verursacht 20 Punkte Schaden, die auf 50 erhöht werden, wenn sie durch von schlafenden Menschen gesammelte Träume verstärkt werden. Okay, aber da wir kein Magier sind, werde ich diesen Stab wahrscheinlich verkaufen. Der bringt nämlich 1680 und Geld können wir gebrauchen. Gut, jetzt sind wir hier beim Jarl. Und das ist ein bisschen ein fieser Mistkerl, weil dieser arme Bedienstete da, der wollte in den Krieg ziehen mit den Sturmmänteln und sein Jarl hat ihn nur ausgelacht. Und hier hinten haben wir jetzt die Magierin, mit der haben wir auch mal kurz gesprochen. So, hier stehen Tränke rum, aber stehlen tun wir natürlich noch nicht. Hast du was zu sagen? Haltet die Augen offen. Warum nennt man euch eigentlich Sturmmäntel? Zuerst haben sie uns so genannt, um unsere Sache lächerlich zu machen. Aber wir haben gar nichts dagegen, nach Ulfric Sturmmantel benannt zu sein. Dem einzig wahren Großkönig von Himmelsrand. Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand und Ulfric. Er ist der wahrste von uns allen. Wir kämpfen, um unser Land zu alter Größe zu führen, um starke, edle Tane an die Macht zu tragen und falsche Jarl sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Du quasselst ganz schön viel, weißt du das? Wie tritt man den Sturmmänteln denn bei? Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder seid ihr ein wahrer Sohn von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja, dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Weißt du was? Du kannst mich mal. Was denke ich über den Krieg? Weißt du was? Ich will mit dem gar nicht mehr reden. Das ist so ein Also gut. Sturschädel, du. Liebsten würde ich dir eine knallen. Ah. Hier haben wir eine Kämpft weiter Karte. oder sterbt. Halt die Klappe. Hier haben wir eine Karte. Da können wir jetzt hier. Oh, cool. Alles Kaiserliche möge euch leiden. Festungs, Festung Sonnenwacht. Cool, da können wir jetzt hier unsere Karte Haltet die eintragen. Augen offen. Karte aktualisiert. Da können wir die ganzen Städte in der Umgebung uns eintragen. Talos möge euch leiten. Also die roten Flaggen sind, das machen wir jetzt auch einfach mal hier überall. Die roten Flaggen sind Diese die verdammten Sturmmän, sind kaiserlichen die Ketzer. Kaiserlichen. Die Kaiserlichen sind ein bisschen mehr, finde ich. Sind noch in der Übermacht. Das Talos möge muss ich euch jetzt leiten. kurz machen. Halt doch den Rand jetzt. Mein Gott, ey. Wir werden diesen Ungläubigen zeigen, wem dieses Mensch, mein Land Hals, gehört. Entschuldigung. Ich bin so ein bisschen erkältet gewesen und es kratzt immer noch ab und zu im Hals. Talos möge euch leiten. Ja. Meine Güte. Dauert jetzt hier nur kurz, weil ich möchte die ganzen Städte Talos in die möge euch Karte leiten. eintragen. Talos möge euch leiten. Ich hab's kapiert. Mein Gott. Der Typ, ne? Talos möge euch leiten. Ich bin so froh, wenn wir von dem wegkommen. Der nervt mich. Talos möge euch leiten. Ja, ich hab's beim ersten Mal schon kapiert. Ich geh jetzt mal weg von dem, weil der nervt Ich mich. bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Jetzt fängt die an, uns Nächste voll zu Kaiserliche, den ich quatschen. sehe, ist tot. Ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Gegenden auf der Karte eintragen. Talos möge euch leiten. Mann, mein Hals. Müsst ihr euch so vorstellen, wir packen jetzt unsere Karte hier auf, aus und übertragen das Kämpft einfach. wacker oder sterbt. Pass auf, ich kämpfe gleich gegen dich. So, haben wir jetzt Haltet die alles? Augen offen.
gerade aktualisiert. Gut, wir müssen jetzt auch nicht alles übertragen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in unsere Karte rein. So, nein, die Gebietskarte will ich nicht, ich will die Weltkarte. So, die sind jetzt hier nämlich eingetragen. Sind aber dunkel markiert, weil wir da noch nicht waren. Einsamkeit. Okay. Hier hinten haben wir auch was. Da sind wir jetzt. Nee, Schmarri. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Das ist eine Quest, die wir gerade aktiv haben. Ob wir das machen, weiß ich jetzt noch nicht. Windhelm. Riften. Ich würde sogar gern weiterziehen, da wir jetzt hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel machen können in diesem Ort und ich ja ein bisschen die Gegend erkunden wollte, das habe ich euch ja gesagt. Was ist denn die nächste größte Stadt? Mortal. Einsamkeit. Hier haben wir Weißlauf, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Windhelm. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier ist eine Festung. Ich würde ganz gern hier in dieses Gebiet runter. Nach Riften, weil ich weiß, dass da die Diebesgilde ist. Und ihr wisst, ihr habt ja inzwischen mitgekriegt, die Diebesklasse ist meine Lieblingsklasse. Oder wir gehen jetzt mal nach Winterfeste. Das können wir auch machen. Oder nach Windhelm. Also hier, das hier oben, das Schneegebiet, das ist das Gebiet der Sturmmäntel. Und hier unten regieren die Kaiserlichen, die zurzeit an der Macht sind. Ob wir uns einem von dem anschließen, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Was haltet ihr davon, wenn wir mal nach Mortal reisen? Oder wir reisen hier jetzt runter in diese Gegend hier. Ich würde vorschlagen, wir reisen jetzt erstmal hierher. Dunstadt. Nein, ich möchte keine Schnellreise. Ich möchte nur einen Wegpunkt setzen, dass ich eine ungefähre Richtungsangabe habe. Und dann werden wir uns auf den Weg machen. Das Kaiserreich wird sicher seine Kampfmagier gegen uns einsetzen. Ja, quatsch dir keinen Zahn ab. Mein Gott, Krieg ist was Beschissenes. Ihr habt wirklich andere Probleme in dieser Welt. Drachen und Monster und keine Ahnung, alles mögliche Biestzeug und ihr bekriegt euch auch noch gegenseitig. Aber so war's im Mittelalter und diese Welt spielt ja in so einem Mittelalter-Setting, deswegen. Aber die Stadt ist echt schön. Also so ein. Was heißt Stadt? Das ist ja so ein kleiner Ort. Und wir ziehen jetzt aber trotzdem weiter, weil ich möchte mit euch natürlich mir ein bisschen die Welt anschauen und vielleicht kommen wir irgendwann zurück. Vielleicht kommen wir irgendwann nach Dämmerstern zurück. Ist auf jeden Fall ein schöner Ort. Und wir ziehen jetzt aber weiter. So, ich habe gemerkt in der letzten Folge, wo ich das Schild ausgerüstet habe, haben wir die Rüstung zu den Favoriten dazu genommen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal schnell raus. Objekte, Bekleidung. Nur ganz kurz, ich bin sofort für euch da. Die können wir wieder rausnehmen. Und zwar, zack, möchte ich natürlich das Schild drin haben, nicht die Rüstung. Mit der Schnellauswahl. So. Außerdem würde ich gerne aus dem Schneegebiet ein bisschen raus, weil das haben wir jetzt ja ein bisschen gesehen. So ein bisschen Winter und ein bisschen Schnee. Ich weiß, es ist zurzeit Weihnachtszeit und ist ja auch schön, aber ganz ehrlich, ich bin nicht so der Wintertyp. Ich mag Schnee nicht und die Socke mag das auch nicht, das weiß ich, hat sie mir erst letztens erzählt. Und deswegen ziehen wir jetzt mal weiter und gehen wieder auf die Reise. Da hätte ich was einsammeln können, habe es aber nicht gemacht, weil ich... Oh, Wölfe. Ich glaube, da sollte ich mal wieder das Schwert zücken. Ach du Mistvieh. Tja, das war das erste Vieh. Warum haben wir denn Heilung ausgerüstet? Das gefällt mir gar nicht. So, wir nehmen wieder den Schild mit links. So, gefällt mir das schon besser. Komm her, du Biest. So, da Lichter.
Und wir nehmen natürlich wieder mit, was wir kriegen können. Looten, looten, looten. Man kann alles irgendwann mal gebrauchen. Wolfspelz. Jetzt rennen wir mal ein bisschen, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Also, tut mir leid, dass ab und zu ich mal husten muss, aber in meinem Hals kratzt. Das ist nur, weil wir hier im Wintergebiet sind die ganze Zeit. Da läuft ein Fuchs. Vielleicht können wir mit dem Bogen erwischen. Probieren wir es einfach mal. Erstmal in die Ego-Perspektive. Oh, jetzt ist er hier natürlich zwischen die Bäume gerannt. Sehe ich gar nichts mehr. Na, na, na. Oh, das war ein junger. Naja, so jung war der doch nicht. Passt schon. Schneefuchs. War das ein Schneefuchs? Betonung liegt auf wahr. Wie gesagt, ich liebe Tiere, aber wir müssen unseren Skill hochtreiben und außerdem können wir alles brauchen, was wir kriegen können. Laufe ich jetzt wieder zurück? Ach, wir sind schon an dem Punkt, wo wir hin wollten. Dann schauen wir mal kurz in die Map wieder rein. Ja, wir müssen da lang. Natürlich ist da jetzt ein Berg. Den müssen wir umlaufen. So. Und es schneit und schneit und schneit. Könnten wir uns eigentlich auch mal, wenn, sobald wir eine Stadt finden, wo es einen Pferdestall gibt, könnten wir uns mal ein Pferd kaufen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Erinnert mich dran. Jetzt haben wir hier aber erstmal eine Festung. Und wahrscheinlich werden wir hier auch wieder angegriffen. Ich weiß ja nicht, wer in dieser Festung gerade ist. Wir wurden auf jeden Fall schon mal entdeckt. Also leer stehen tut sie nicht. Jetzt ist nur die Frage, ob die uns wohlgesinnt sind. Nein, sind sie nicht. Das zeigen mir schon die roten Punkte. Oh je. Oh je. Oh je. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und tschüss. So, die erste wäre weg. Ah, da kommt die nächste. Komm, mit der duellieren wir uns jetzt. Na komm her. Mit deinem Zweihänder. Ich bezahle gar nichts. Aus Prinzip schon nicht. Das war's. Leg dich hin. So, dann greifen wir uns wieder unseren Bogen. Das läuft ja gut. Das läuft ja richtig gut. Wow. Ja. Autsch. Da ist er. Oder sie. Je nachdem. Ja, jetzt brauchst du ja auch nicht jammern. Du hast zuerst auf mich geschossen. Zack, da ist er weg. Läuft echt gut, gerade für uns. Den da oben sehe ich nicht. Wo ist die? Wo sind die? Ja, ich glaube, ich sollte mal aus dem Schleichmodus raus. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Doch, doch. Ich mach das schon. Mach dir mal da keine Sorgen, Mädchen. So. Wo sind die? Mein Gott. Ich werde hier... Ja, toll. Eiche, das hast du wieder gut gemacht. Ah, da sehe ich doch schon eine. Und erwischt. Ja, das war daneben. Jetzt hat sie natürlich gute Deckung vor mir. Ja, ja, zähl lieber dein Geld. Brauch's ich da nicht machen, wenn ich's dir abnehme. Oh, wenn man die bloß sehen würde, die sind immer so gut getarnt. Wetten das? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So, da ist einer weg. Da hinten ist noch eine. Das war die zweite. Ist jetzt noch einer da? Also auf der Karte wird mir jetzt nichts mehr angezeigt.
Autsch, der hat den Pfeil genau in den Hals bekommen, so wie es aussieht. Pfeile kriegen wir, den Rest kann er eigentlich behalten. Also, es ist nicht beabsichtigt, aber irgendwie, der hat einen Hals, sie hat einen Kopf, ist schön. Gut, den Rest brauchst, kannst du auch behalten. Packen wir mal den Bogen weg. Und schauen mal, was wir da draußen noch haben. Da haben wir, glaube ich, auch welche erledigt. Genau. 7 Gold. Also für Banditen sind die nicht sehr erfolgreich, wenn die nur 7 Goldstücke einstecken haben. Die ist auch von Pfeilen gespickt. Eine Rüstung. Die nehmen wir mal mit. Die, oh, jetzt können wir wieder nichts mehr tragen. Ich hätte ja gerne einen Dämmerstern verkauft, aber da ist kein Händler. Ich habe keinen Händler gefunden. So. Oder besser gesagt, ich weiß, dass da kein Händler ist, der uns wirklich Geld dafür gibt, für das Zeug. Was könnten wir denn wegschmeißen? Ja, dann schmeißen wir halt die Rüstung wieder weg. So, jetzt können wir wieder ganz wenig tragen, wird aber nicht lang vorhalten. Also wir sollten wirklich schauen, dass wir in eine Stadt kommen, wo wir ein bisschen was verkaufen können. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Da wir aber jetzt in Gebäude gehen, würde ich sagen, wir nehmen mal unser Schwert zur Hand. Dann gucken wir mal hier rein. Ist hier noch jemand? Ist da jemand? Was war das? So, kommt raus. Wo seid ihr? Wo sind die Kandidaten hier? Ah, da unten. Au! Du lässt deinen Bogen mal schön stecken. Gute Nacht. So, was hast du denn dabei? Einen Jagdbogen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, wir müssen wieder was wegschmeißen. Ich weiß, es ist nervig, aber es ist leider so. Was können wir denn wegschmeißen? Jetzt schmeißen wir mal ein bisschen was weg. So, die Rüstung haben wir an. Die behalten wir auch an. Das wiegt nichts. Den Helm braucht man nicht. Weg damit. Das Schild brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir haben ja das hier und das ist 25, das hat 22, also weg. Die Stiefel tragen wir, das wiegt nichts, das wiegt auch nichts, das wiegt auch nichts. Ich weiß, wir brauchen es auch eigentlich nicht, aber es wiegt halt wirklich nichts. Die tragen wir, die tragen wir. Die Kleidung möchte ich für Bilder benutzen, für Hintergrundbilder, für Screenshots. Die Leder am Schienen, 2, ja komm weg damit. Das wiegt auch nichts. Das wiegt auch nichts. Die Silberkette möchte ich behalten. Die Ringe möchte ich behalten. Vielleicht haben wir bei den Waffen noch Sachen, die wir wegschmeißen können. Den Zweihänder zum Beispiel. Weg damit. Das Stahlschwert. Weg damit. Den Hammer. Weg damit. Das behalten wir mal. Das bringt nämlich Gold. So, und dann schauen wir weiter. Was hast du denn dabei? Dietriche können wir immer brauchen. Gold genauso. Den Rest kann er behalten. So, dann gehe ich mal in die Ego. Dann kann ich hier ein bisschen besser mich umschauen. Was ist denn das? Bestimmt Werkzeug oder so. Eine Schatulle, in der nichts drin ist. Aber hier liegt Geld am Tisch. Da liegt noch ein Dietrich. Sind das Dietriche? Ne, es sind keine Dietriche. Oh, Kartoffeln. Auch cool. Na, ich will die Kartoffel nehmen. Geldbeutel, noch ein bisschen Gold, kann man immer brauchen. Lebensmittel, hier ist Salz, brauchen wir später zum Kochen, genauso wie die Kartoffeln. Oh, mein Hals. Falls wir mal Kartoffeln, falls wir mal kochen, ich weiß es ja nicht. So, jetzt geht's hier noch rund. Was ist das denn? Sendu. Anscheinend war das hier bei der Festung der... Naja, der Besitzer. Und die Diebe haben ihn einfach im Schlaf ermordet und haben sich hier niedergelassen. Haben wir hier was drin? Ein Bügeleisen? Brauchen wir nicht. Papierrolle brauchen wir auch nicht. Hier sind noch Klamotten. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung warum. Ich nehme es einfach mit.
eine Truhe. Ah, die haben die Diebe anscheinend nicht aufbekommen. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. Wir das nicht besser hinkriegen. Oh Mann, die ist aber echt wieder schwer. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Ach. Ja, jetzt ist sie offen. 51 Goldmünzen. Im Schlösserknacken sind wir besser geworden. Okay, eine Schriftrolle und Tränke. Nehmen wir alles mit. Was hat denn der gute Mann dabei? Ein Dietrich. Frag mich nicht warum, ich nehme es einfach mit. Wiegt nix und vielleicht kann man es mal für ein schönes Screenshot verwenden. Die brauche ich ja immer mal. Na du, schläfst du gut? So, was liegt denn hier noch rum? Nordmed. Johannisbeeren. Wein. Drüben ist noch mehr Met. So, hier könnten wir jetzt zum Beispiel kochen, glaube ich. Das ist ein Stiefel. Ne, hier können wir gar nicht kochen. Das ist kein Kochtopf. So, dann gehen wir wieder raus. Vielleicht hat die Festung noch ein bisschen mehr zu bieten. Ein Wegweiser zum Beispiel. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da muss man doch irgendwie noch reinkommen. In den Turm da oben. Gehen wir mal da hoch. So. Da muss man doch irgendwie reinkommen. Das. Ah, hier. Schauen wir mal rein. Festungskeller. Obwohl es ein Turm ist. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Au! Oh, der ist wieder echt heftig, der Kollege. Der war echt heftig, der Kollege. Ja, komm her. Na komm. Ui! Ja, wenn du meinst. So, das war ein Fehler. So, der ist weg. Oh, jetzt kommt auch noch ein Bogenschütze. Na komm. Na komm schon. Jetzt habe ich ihn erwischt. Komm schon. Ey, der hält einiges aus. Das war's. Zack. Schild ins Gesicht und niedergemäht. Schauen wir gleich, was die gute Frau hat. Ein bisschen Gold. Den Bogen brauchen wir nicht. Den Met nehmen wir mit. So, das war's. Nochmal ein bisschen Gold. Den Zweihänder brauchen wir auch nicht. Was hat der noch dabei? Okay. Nee, brauchen wir alles nicht. Oh, 57 Gold. 31er Rüstung. Müssen wir mal gucken, was unsere hat. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Bekleidung. Unsere schöne Rüstung, die wir anhaben. Hat auch 31. Okay, dann brauchen wir die nicht. Kann er die haben? So, gehen wir jetzt erst nach unten oder nach oben? Keine Ahnung, bevor wir das machen, möchte ich Socki mal kurz ein bisschen heilen. Oh, da kommen welche. Oh, da kommen welche. Von unten kommen welche. Das ist nicht gut. Ich habe mich gerade dreimal wiederholt. Ist mir aber egal. So, Jagdbogen. Vielleicht können wir sie ja überraschen. Noch haben sie uns nicht gesehen. Dann versuchen wir mal wieder ein bisschen zu schleichen. Psst, 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 psst. Versuchen wir mal wieder ganz leise hier vorwärts zu kommen. So ein kleines Banditennest ausräubern macht doch auch Spaß. Hier ist irgendein wildes Tier. Hört ihr das? Ah. Oh, ich kann nicht durch Gitter schießen. Wir verstecken uns jetzt mal kurz.
versuchen wir es mal ein bisschen auf die schleichende Tour. Oh, jetzt sieht uns gleich jemand. Ich glaube, das Vieh hat uns gesehen, deswegen wird das Auge hier gerade groß. Wo sind die? Wo haben die sich versteckt? Jetzt machen wir erstmal hier die Truhe auf. Aber natürlich ist sie abgeschlossen. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe nicht mehr viel Dietrich. Naja. Nur noch 7 Dietriche übrig. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, jetzt ist er offen. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge merzen wir mal die Diebe hier aus. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.